1. Da sind wir wieder bei Star Wars Battlefront. Und ich glaube, ihr hört immer das 1 am Ende, was ich noch zum Einzählen unserer Videoaufnahme mache. Das ist exklusiv für euch dabei. Wir gehen auf... Was machen wir? Überleben zu Lust, oder? Genau. Ja. Partnerkoop. Ich habe übrigens gerade mal in der Pause nachgeschaut. Man kann ja seine Figur anpassen. Also nicht hier für diesen Koop-Modus, aber für den eigentlichen Multiplayer. Und das ist ja voll gemein. Die ganzen außerirdischen Rassen, die werden ja erst so ab Rang 40, kann man die dann erst auswählen. Zwischen Rang 40 und Rang 50. Also musst du ewig spielen, bevor du deine Figur so weit dann mal mit einer anderen Rasse verpassen kannst. Und das Imperium hat nur zwei von diesen Zusatzklassen. Ein bisschen wenig. Mhm. Die haben doch auch noch andere Leute. Die hätten doch zum Beispiel auch diese lustigen Leute mit den lustigen Helmen nehmen können. Die Todesstern bedienen dürfen. Ja. Die sind toll. So, Hans. Ich würde jetzt mal... Ach, hier gibt es diese Nahkampf-Schrotflinte. Ich bin kein großer Schrotflinten-Fan, deswegen würde ich den Soldaten nehmen, es sei denn, du willst den haben. Ah, nee, nimm den Soldaten, dann nehme ich nämlich den Meisterschützen. Passt mir ganz gut. Da gebe ich jetzt aber total geil, die Schrotflinte. Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch. Wir haben die Pläne. Okay, weg hier. Oder ist der mit dem Backenbart aus Fleisch, der Kumpel von Lando Calrissian, wo ich immer nicht weiß, wie der heißt. Oder ist mir jetzt einer von der Rasse? Fleischbacke. Weißt du, was übrigens total blöd ist? Was? Man spielt diese ganze Mission ja immer nur auf Rebellenseite. Gute Arbeit bei der Bergung der Pläne. Wir kommen, um sie abzuholen. Aber bis zu unserer Ankunft müssen sie... Das ist ein Turbolaser. Ich weiß nicht, ob wir die zerstören oder einnehmen müssen. Ich glaube mal zu den Rechten. Können wir einnehmen. Aber die sind eigentlich nicht so geeignet, um kleine Schiffe abzuschießen, weil das war doch das Problem am Todesstern. Dass die Turbolaser... Die hatten aber auch nicht mich am Trigger. So, jetzt brauche ich nur Gegner. Pass auf, jetzt kommt hier nämlich auch irgendwas Größeres. Auf dem Radar ist irgendwas Größeres zu sehen. 5 Enemies ist hier. Da unten, da sind irgendwelche... Da fliegen irgendwelche Drohnen, die fliegen auf dich zu. Die kommen von unten... Durchs Tal. Ich sehe nichts. Also ich habe eben gerade eins gesehen, warte mal, ich steig mal nochmal aus. Das Imperium hat eine Suchdroiden geschickt. Die sind Suchdroiden geschickt. Ich kümmere mich um die von hinten. Einer weg. Jetzt habe ich übrigens mal ein Mädel. Ja. Zum lustigen... Wurde auch langsam Zeit mit. Wie alt bist du jetzt? Mit so einem lustigen Zopf. Oh, die Sturmtruppen gehen sogar in Deckung. Das war ja einfach. Ich finde diese Lava ganz schön geil, wie sie das gemacht haben. Diese Magma-Explosionen oder Eruptionen. Achso, da hinten? Die auch auf dem frühen Screenshot von Solus zu sehen waren. Alle Mann auf Gefecht! Geiler Scheiß, wie man bei uns sagt. Diese Schocktruppen haben schweren... Schocktruppen! Mit schweren Blastern. Dieser Ion-Torpedo, das ist wie eine Rakete, die Fahrzeuge ausschaltet, richtig? Genau. Und ich hab noch... Wie solltest du auch möglichst dann wirklich auf die Fahrzeuge schießen, weil mit den Standardwaffen kommst du echt nicht weit. Bist du jetzt in dem zweiten Geschütz? Ich bin jetzt an einem Geschütz, aber es bringt mir nicht viel, weil das nicht... Kriegst du nicht... Der Winkel ist scheiße. ...unter genug. Ja. Manche kriegen ihn nicht hoch, manche kriegen ihn nicht runter. Ich bin nicht runter genug. Du, ist hier noch einer. Oh ne, das war's. Sie haben es geschafft! This was it. Was sind denn das für merkwürdige Maschinen da hinten? Drop Pod, wo ist er denn? Wir haben die erste Kapsel geortet. Sicher das Gebiet und bringt. Ich lauf mal zum Pod. Aber sag mal, Solust ist doch jetzt. Nichts, was man groß kennt, oder? Also der ist ja neu, der Planet. Also den, der ist in den neuen Filmen dabei. Das weiß ich nicht, der ist auf jeden Fall in Battlefront. Ach, sieht man den nicht sogar schon im Trailer? Oder ist das irgendein Eisplanet, den man da sieht? Irgendwo ist doch so eine große Bodenschlacht zwischen X-Wing und TIE Fighter. Und ich meine nicht das die... Das ist, glaube ich, nicht auf der, aber es könnte sein, dass das der hier ist, wo hier Brienne von Tarth in ihrer Spezialrüstung langlatscht oder so, wo es nachts dieses Gefecht gibt. Aber wahrscheinlich täusche ich mich. Wer sowas genau wissen will, der schaue sich bei Nerdkultur dem lieben Kollegen Marco alles an, was man jetzt schon über Star Wars weiß, über Episode 7, weil wenn einer das weiß, dann Marco. Das ist eh krass, was der alles weiß. Zack. Oh,
spektakulär. Der hat gesessen. Wo sind sie denn? Hallo. Hier oben sind noch Thais. Ich versuche den mal. Ha! Aus Thailand. Gute Arbeit bis jetzt. Aber laut unserer Scanner steht ihnen das Schlimmste noch. Auch hier, wie geil dieses, die Felsen aussehen. Oh, holst du mal den, das Leben? Ja, das ist hier ganz in der Nähe, ne? Aber wo denn? Ah, holen Sie das Leben. Hab schon. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. Ihre nächste Welle ist eingetroffen. Er hat gesessen. Er hat nicht gesessen. Falls draußen irgendwie ein Fahrzeug ist oder so, sagst Bescheid, ne? Mhm. Bisschen so Euphoria-mäßig ist es dann doch, weil die Sturmtruppen, je nachdem, wo man sie trifft, anders reagieren. Also wenn du denen in die Schulter schießt, dann haut sie es auch entsprechend um. Ah, echt? Cool. Oh, ich habe ein Collectible gefunden. Das sind aber, ich glaube, das sind alles Animationen. Das sind keine, ist es nicht... Das ist nicht physikbasiert. Physikbasiert, genau. Hm, okay. Naja, das ist wenigstens... Obwohl, es sieht schon so ein bisschen so aus. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Nee, doch, das ist schon physikbasiert. Oder wenn, dann ist es eine Mischung. Weil manchmal schiebt es sie noch so durch die Gegend. Ja, scheint eine Mischung zu sein, weil sie reißen dann nochmal die Arme so weg. Aber manchmal, wenn man die Beine wegschießt, dann rutschen sie einfach nur noch nach vorne. Ich dachte schon, rotes Fass, was nicht hochgeht, wenn man drauf schießt. Irgendwo habe ich letztens auch einen gelesen, der so ganz begeistert von dem, generell so von diesem ganzen Treffer-Feedback im Spiel war. Das total cool fand. Ohne, dass es zu brutal ist. Benny Kratsch vielleicht? Nee, war ein Englischer. Achso, ja, Benny Kratsch. Der ist doch voll Polyglott. Ist ein Weltbürger. Halten Sie die Augen nach einem Imperial-Suchtruiden offen. Voll vor die Flinte. Ich sehe schon. Das ist auch cool, diese im Rennen von der Seite anschießen Animation und wenn sie dann so nach vorne fallen. Ja, also die sind, das sind echt cool gemacht, die Animationen. Wie sie so umkippen. Wo die hin habe ich erwischt. Oh, warte mal, da ist noch einer. Den hole ich mir. Was? Ach komm! Jetzt war ich so nah dran. Bitte? Jetzt war ich so nah dran. Warte mal, bis wir in den Multiplayer gehen. Da geht's bergab. Ja, da geht's aber schwer bergab. Das ist ein bisschen schade, dass wir zwar im Team zusammenspielen, aber wir uns ja nicht wiederbeleben können. Vor allem ist es eher schlecht für die anderen Teammitglieder. Nee, also ich meine jetzt, wir sind ja, nur zwei in einem Team. Ach so, ja. Also, oder so, wie nennt man das dann? Also das eine ist dann halt das Team, das andere ist dann die Fraktion oder die Kampfgruppe. Ja. Wie schön intensiv auch einfach die Farben sind. Und die Sturmtruppler mit ihren perfekten Tarnanzügen hier in dem, schwarzen, vor dem schwarzen Hintergrund, weiße Rüstung. Das sieht keiner kommen. Ah, jetzt kommt er zu nah runter. Ich kann nicht so tief runterschießen. Komm, geh nochmal einen Schritt zurück. Nein, komm, komm, komm. Ja, so ist gut, Sehr schön. Nein. Schieß dein Torpedo auf ihn ab. Hab ich schon. Schieß ihn nochmal auf ihn ab. Ja, jetzt habe ich wieder einen. Ich glaube, ehrlich gesagt, hinter dir könnte auch noch einer sein. Irgendwie sieht's. Auf dem Radar sieht so aus, als wäre da noch einer. Nee, da ist noch einer. Schau mal hinter dir. Da so ein bisschen. Nee, jetzt ist er weg. Nee. Dann ist es doch der hier vorne, oder wie? Was, ein AT-ST jetzt? Nee. Oder irgendwas ist doch da hinten noch. Oh, TIE Fighter. Geh mal in einen von den Turbolasern. Hier oben. Ah, hier, okay. Boah, Treffer. Done. Ich würde zu gern das Gesicht des Imperators sehen.
Lass mich aufladen. Dass der immer das Gesicht des Imperators sehen will. Oh, da ist... Das kennt man doch. Holst du mal das Herz, weil ich muss mich leider aufladen. Wo ist denn das? Ach, da hinten, am Ende des Hangars. Renn mal hin. Aufpassen! Sprungtruppen! So geil, wir spielen es ja hier mit zwei Fernsehern, aus denen beiden Ton kommt. Und der Ton ist so ein bisschen ganz leicht versetzt. Mhm. Jetzt würde man so einen Dauerhall sitzen. Ich hoffe, es ist nicht auf der Tonspur drauf, aber es dürfte eigentlich nicht. Das Spiel müsste laut genug sein, um alles zu übertönen. Jetzt hat so ein Extra-Leben direkt unter mir gespawnt. Das ist auch nicht ganz unpraktisch. Ich kann gar nichts machen. Ich kapiere gerade diesen Bonus mit diesem Turbolaser nicht so. Nicht Turbolaser, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Mit dem was? Naja, meine Spezialfähigkeit mit Y, der Zweck ist mir noch nicht so ganz klar. Das ist übrigens, was wir da hatten, das ist das Scharfschützengewehr, das ist nicht, nicht die Shotgun, was ich als Bonus hatte. Ach so? Oh. Ja. Und ich habe das, ach siehst du, ich habe das Jetpack, ich habe das ganze Zeit das Jetpack nicht eingesetzt, weil ich dachte, ich hätte da eine andere Funktion drauf. Ich fände es ja schon einfach nur geil, wenn sie die klassischen Sturmtruppen-Level aus den Dark Forces spielen, einfach hiermit nochmal nachbauen würden. Also nur die Sturmtruppen-Level. Mhm. Ja, dann bräuchte ich jetzt gar nicht unbedingt, aber das wäre halt einfach nur total geil, das allein schon nochmal zu haben. Woohoo! I like Jump Pad. Hast du hier so ein Schild aufgebaut? Mhm. Sag mal, gibt's eigentlich eine Nahkampfattacke? Ah ja, doch. Stick runterdrücken. Achso. Ah, tatsächlich. Haben wir ein Ziel? Du kannst ihn wieder wegmachen, ne? Wie? Ah ja. Warte, die Taste nochmal drücken. Okay. Du kannst... Dropport, wo ist das Dropport? Wo ist der Blaster? Nee, wurde gar nichts mit. Du kannst. Da ist der Pod, ich glaube zum Pod. Na, was wollte ich denn jetzt sagen? Die Gegner, ich glaube, die fallen hier übrigens schneller als im Multiplayer. Ich glaube, im Multiplayer halt nie mehr aus. Das ist ja auch noch der normale Schwierigkeitsgrad, ist ja noch nicht mal schwer. Wäre immer interessant zu wissen, ob die mehr aushalten dann oder ob es mehr werden. Der Gegner, also wie belastend wird das Ganze? Ich gehe in den Turbolaser rein, um den AT-ST von Weitem schon abzuschießen. Also wie viel Stress macht einem das Spiel auf höheren Schwierigkeitsgraden? Nicht mehr lange, dann ist die Rettungskapsel. Scheiße, jetzt haben wir den Pop geholt. Das dürfen wir nicht zulassen. Also schwer. Denk an deine Ionengranate. Ionen. Oh! Da war ein Thai-Jäger gerade, der hat den Dings kaputt gemacht. Hat den Turbolaser kaputt geschossen. Ach, Focus-Fire, man trifft nur genauer mit dieser Fähigkeit. Okay, verstehe. Ich glaube, im Hintergrund sind auch lauter Rebellenschiffe angekommen. Smart Rocket. Sie müssen den Pott zurückholen. Imperiale Einheiten haben eine Rettungskapsel erbeutet. Nehmen wir den ATS. Nee, ist zu spät. Die Rettungskapsel haben sie erwischt. Achso, die kommt. Die kann ich auch nicht wieder zurückholen, oder? Oh, jetzt bin ich tot. Oh. Bin bei TIE Fighter. Schade. Ah, das erste Mal gestorben. Sie können das Imperium immer noch. Ich habe mein Leben eingesetzt. Jetzt haben wir noch zwei. Ich glaube, ich bin ja auch schon einmal gestorben. Oh. Aber wir haben ja noch zwei Leben. Ja, aber... Die letzten Wellen haben wir in den letzten Wellen ein bisschen besser geklärt. Das ist ja was. Halten für nächste Angriffswelle. Wo hier hinten so rumgekämpft wird, das ist ja was ich. Ah, guck mal, da ist noch ein Leben. Ich hole das mal schnell. Das ist ja was ich aus der Dings total mag, aus der, auch aus der Battlefield-Serie. Diese schön gemachten Hintergründe von den Karten. Also ob sie nur komplett dynamisch sind oder so ein bisschen, quasi nur so eine Rauchwolken oder so, das sieht schon einfach cool aus. Und Leben Blaster nicht so weit runtergedreht. Okay. Jo.
mal gespannt, ob sie von diesen Elementen auch mehr in dem Season Pass haben werden. Was für Elementen? Naja, so Koop-Sachen. Ach so, ja. Ja gut, wenn sie neue Maps haben, dann kann man da ja auch mal so einen Survival-Modus reinbauen. Das ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Das war der Letzte! Na, wer weiß. Der Feind ist in ihrer Zone! Alle Mann auf Gefechtsstation, da kommen sie wieder! Scheiße, die Hülle fast tot. Weg hier, weg, 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 Wo bist denn du? Ich stehe gerade hinter dem einen Turbo-Laser. Mit ihren Schilden nerven mich ein bisschen. Oh, der ist ja geil. Hast du es gerade gesehen? Die sind synchron gestorben. Genau dieselbe Animation, genau zum selben Moment. Diese Drehung. Ah, hier ist dieser Tarnheini, den ich vorhin nicht erwischt habe. Oder ist der noch hier oben? Ah, das ist der andere. Ja, hast du so gedacht? Tarnanzug. Ja, wir müssen ein bisschen, hätten echt besser auf den Pod aufpassen müssen, weil jetzt ist es voll weit zu dem anderen, um sich irgendwelche neuen Charges zu holen für die Spezialfähigkeit. Übrigens, Entschuldigung, wenn ich mir die ganzen Begriffe durcheinander bringe. Ich hol mal den Pod. Ah, es gibt einen neuen, oder? Mhm. Ja, ich bin gerade beim ersten und hol mir da noch so ein Ding. Spawnen die danach? Ne, jetzt habe ich glaube ich das dritte von denen gerade geholt. Ein Thermal Imploder. Und ein schwerer ATS, der ist natürlich. Hier irgendeine Autofeuerwaffe aktiviert. Die bringt mir nur dummerweise gar nichts. Weil das eine Infanteriewaffe war. Das war großer Quatsch. Hier fliegen übrigens TIEs rüber. Oh, geh ich mal in den Turbolaser auf. Also ich habe welche gehört. Feind hat mich erfasst. Ich sehe die immer nicht, aber da oben ist eine Flugdacke. So. Wir haben das Gebiet um die Rettungskapsel gesichert. Immerhin kommen die Walker nicht so hoch. Oh nein! Sag mal, die Turbolaser steuern sich ein bisschen, bisschen ruppig, kann das sein? Die sind nicht so präzise wie die normale Steuerung. Scheiße, 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 irgendwie hat mich im Visier. Das ist der ATA, ja, ATS. Ah, ja. Oh, jetzt bin ich tot. Fuck, bist du auch tot? Nee. Ich hätte nur noch. Also ich war tot. Drei Wellen. Müssen die blöden Dings loswerden. Also. Wow, 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 wow. Return to Combat. Oh, scheiße, ich bin in den Sumpf gefallen. Das ist nicht ein bisschen dumm. Ja, geil. 8, 7 Sekunden, 6 Sekunden. Nein, ich bin gleich schon wieder tot. Warum bin ich aus dem Level? Bin ich aus dem Level gefallen? Mit sowas mache ich ja gar nicht. Oh je. Wait for friend to clear wave. Kriegst du es allein hin? Ich versuch's. Also jetzt möchte ich das letzte Leben aufbrauchen. Warte mal. Jawohl. Okay, den haben wir erwischt. Wir müssen noch die blöden TIEs aus dem Himmel holen. Das könnte aber ein bisschen schwierig werden, weil es kommen normalerweise jetzt zwei an. Oh.
Einer weg, okay. Da ist der nächste. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, ja. Puh, da bin ich wieder. Das Imperium schickt eine Welle zusätzlicher Verstärkung. Halten Sie sich bereit. Fantastische Arbeit. Oh, da ist ein Leben, ich hole das mal. Das Imperium könnte übrigens deutlich effizienter... Ich bin näher als du. Ah, okay. Könnte das Ganze deutlich effizienter machen, wenn sie einfach mal alle gleichzeitig schicken würden. Die sind auch nicht cleverer als jeder Gegner bei Assassin's Creed. Wir könnten ihn. Oh, hier, warte mal, hier ist ein Diamant. Was habe ich denn hier? Ein Sammelobjekt habe ich eingesammelt. Ja. Oh, Feriensender, Feriensender. Ja wohl. So, jetzt aber. Hast du es zufällig gerade gesehen? Nicht wirklich. Also ich habe gesehen, dass was los war, aber ich habe nicht gesehen, da ist einer mit den Jetpacks explodiert und wollte gerade so mehr oder weniger seine ich fliege jetzt weg und explodiere Animation machen und ist halt voll in die Wand gekracht und dann aber halt da schon explodiert. Super. Mehr als 10 Gegner sind jetzt hier am Start. Und Fallschaden machen ein paar fallen uns hier in den Rücken im Hangar. Ich versuche die mal zu fangen. Ach, blödes Squad-Shield. Nervt mich. Brauche ich nicht. Okay, den ersten habe ich. Komm, ey. Was sind das jetzt hier für ein Katz-und-Maus-Spiel? Schon. Und tschüss. Die sind hier ganz gut im Hangar verteilt. Okay. Ah, du bist ja auch hier vorne. Noch 3 Feinde. 2 Feinde. Chill. Noch ein Feind. Kein sehr Feind. Gut. So, letzte Welle. Noch das schaffen Leben. Wir noch wohl noch. Das schaffen wir noch. Jetzt sind wir abgeschossen. Komischerweise war die jetzt gar nicht so schwer. Die werden gar nicht alle immer stetig schwerer, oder? Nee, es kommen manchmal so ein bisschen quasi Verschnaufwellen zwischendurch. Hm. Wir haben die Position. So, Pod claimen. Ich claimen mal. Ah, ich bin näher dran. Ja, dann claim du mal. Ich muss jetzt echt mal dran denken, dass ich das blöde Dings mitnehme, das blöde Schild. Das aktiviere ich immer nicht. Ach, die kommen auch hier aus dem Dings raus. Ja, hat meine Waffe überhitzen lassen. Sie haben alle Schilde, na klar. Oh, und Raketen. Wo sind die? Ach da. Ja, brauch sie gar nicht verstecken. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Fuck, was mach ich denn? Jawohl. Puh. Oh, 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 oh. Da ist ein AT-ST. Kannst du ins Geschütz rein? Ich muss versuchen. Aber. Ja. Oh, er hat mich erwischt. Shit. Aber der ist fast kaputt. Ja, ich nehme jetzt mein Leben. Das ist die letzte Welle. Okay. Noch ein Feind. Das ist ein Thai. Da bist du der Spezialist. Lasern erwischen eigentlich? Ich wollte den gerade mit dem Scharfschützengewehr erwischen, aber die Scharfschützenkugel ist eine richtige Kugel. Die hat also eine richtige Ballistik. Flugbahn und dadurch konnte ich sie nicht erwischen. Weil ich daran gedacht habe, wo ich den Fehler schon mal gemacht habe. Haha! Das war gute Arbeit mit den Plänen. Doch der Preis dafür war hoch. Wir nehmen erst Kurs auf Solust.
Cool. Hurra. Wir müssen hier verschwinden. Ja, der Falke. Hat irgendjemand ein Taxi bestellt? Könnten sie auch ein bisschen mehr mit den Sachen, hey, so im Hintergrund machen, ne? Wie viele du mehr abknallst als ich, das ist ja Wahnsinn. Das gebe ich mir so Mühe. Naja. Nächstes Level, nächste Folge. Das großes Hoth. Finale vom Survival-Modus. Hoth, Hoth. Hoth, sucht's euch aus. Ciao.